Hallöchen, ich bin zurück. Ich hatte eine relativ flotte Anfrage, mal mit einer M1100 zu fahren. Und ich denke, das werde ich jetzt tun. Ja, mein Lot ist noch vom letzten Mal. Mein Gastkommentator hat sie verkrümelt, will ich hoffen. Ich habe jetzt mal Skype ausgeschaltet, deswegen sollte sowas nicht mehr vorkommen. Hier ist er nicht. Oh, wenn das nicht immer alles so unübersichtlich wäre, wenn man so viele Autos hat. Kann ich hier nicht lang suchen, ne? Ist kurz drin. Da haben wir doch. Hier sehen die Autos sehen meist im Showroom nicht so toll aus. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber sie sehen einfach scheiße aus irgendwie. Aber in-game sehen sie irgendwie cool aus. Also, muss ich sagen. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ready to run. Fenster runter, ist immer ganz lustig. Ja, was suchst du so blöd? Ah, Rückkopplung. Moment, ich schalte diese kurz aus. So, jetzt sollte man mich eigentlich bloß einmal verstehen. Und nicht immer doppelt. Also hier, Intrepid J1, nee, Enterprise J1, Entschuldigung. Hier ist deine M-Klasse, die du unbedingt haben wolltest. Ich denke, schwarz ist eine schöne Farbe für den Wagen, auch wenn er mir wirklich persönlich jetzt nicht so gefällt. Das gefällt mir der Cayenne schon besser. Aber gut, wenn er es so haben will, dann machen wir es so. Dann machen wir das so. Ach ja, und wenn jemand ein Auto anfragt, das ich noch nicht eingefügt habe, ja, dann werde ich das auch, ich denke, nicht extra einfügen, denn das ist mir dann doch schon zu ein zu großer Aufwand. Aber ich habe genug Autos drin, da wird schon das eine oder andere dabei sein. Üks! Das Laster. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Auto, das durch diesen Patch eingefügt wird. Dieser Laster mit den Lastern hinten drauf. Ja, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, ein Laster mit dem Laster hinten drauf, aber ist so. Oh, wir fahren gut bürgerlich. Oh mein Gott, wie schlimm. Cockpit-Sicht angucken. Willkommen im Cockpit der M-Klasse. Ja, Spiegel ein bisschen doof. Schon besser, ha? Schön, ne? Okay, die Türpinnen sind jetzt nicht gerade die schönsten, aber sonst ist das Cockpit eigentlich ganz angenehmbar, denke ich. Kleiner Soundtest. Ich denke, es ist ganz annehmbar. Der hat Automatik, oder? Ja, also ich stehe ja mehr auf Tiptronic, aber was soll's. Ach ja, und die Originalfelgen von dem Wagen, der waren hässlich, deswegen habe ich diese schwarzen mit dem roten Rand eingefügt. Die sind einfach cool aus. Ich kann ja auch mal ein Jeep fahren, denke ich. Oder? Jetzt einfach mal zum krassen Vergleich den Cayenne. Das wäre doch was. Garage. Liste. PPP. Porsche. Da haben wir doch. Ist auch Klasse D. Auch dreifach getunt. Sieht auch scheiße aus hier im Showroom. Aber ich weiß, es ist ein bisschen hoch, das muss ich vielleicht noch verändern.
der geht einfach nicht zum Begrenzer hoch, frag mich nicht warum. Oh, wobei. Die Federung ist etwas schwammig, das muss ich vielleicht auch noch einstellen. Und wenn ich es eingestellt habe, dann mache ich nochmal ein extra Video draus, denke ich. Jo. Das war aber. Nein, wollen wir nicht, nein, wollen wir nicht, nein, wollen wir nicht. Was machen wir? Gehen wir trotzdem rein. Fick. Lichthube. Uhuhu. Lustig. Finde ich echt lustig. Wie wär's denn mal mit musikalischer Untermalung? Hm? Das Radio an, ne? Ach, falsches Lied. Das ist das Radio nicht. Hm, komisch. Nein. Was ist das? Schon an. Das ist meine Musik. Freunde können es mir zeigen. BMW? Können wir auch nehmen. Können wir auch mal machen. Ich denke, wird nicht schaden. Wir können ja auch mal mit Motorrädle fahren. Wer auch jetzt? Schlechte Ältere. Nee, die ist hässlich. Müssen wir verkaufen, denke ich. Supersport. So. Und dieses Wagen. Der ist auch cool. Den habe ich eingefügt, aber er ersetzt keinen anderen Wagen. Das ist ein ganz cooler, kurzer Informant zu verlassen.
Sporn ist noch etwas ruhiger an der Hand. Ich liebe das auch wieder. Zu Indie, sonst ist meine Festplatte voll. Ja, kacke. Ich will mein Terabyte haben. Haben will Terabyte. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, sie einzubauen. Also irgendwann glaube ich, die können die auch verkaufen. Also so in ihrem Bau. Ach, vergiss es daran. Da denke ich jetzt mal gar nicht dran. Komm, wo ist er? Der Fessel. Mitten ist ganz unten. Nicht mal. Ach, das 100 Jingle ist auch nicht schlecht, nein. Ich suche aber Fessel Vega. Jetzt ist er dann ganz oben. Ich meine, ich fast sicher. Zack, 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 zack. Ah, nein. Kommt schon, los, der Ficking Laden. Ich weiß, ich habe ihn gekauft. Da, komm. Fessel Vega, Fessel 2. Nimm ihn doch mal. Das ist auch nicht schlecht. Dann gehe ich nicht so groß ab, aber was ist jetzt? Also dann, ich glaube, ich habe ja nicht so auf den Part. Mit der Serie 2 geht es mir wieder mit rein. Also dann, bye bye, man sieht sich.